Magnesium ist ein essentieller Pflanzennährstoff und hat in der Pflanze viele Funktionen. In den Blättern, Wurzeln und Ertragsorganen. Zum Beispiel schützt Magnesium vor Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze oder vor hoher Sonneneinstrahlung. Zudem ist Magnesium als Zentralatom des Chlorophylls, also des Blattgrüns, an der Photosynthese beteiligt. So unterstützt Magnesium die Bildung von Kohlenhydraten. Diese werden während des gesamten Wachstums aller Pflanzen benötigt. Aber Pflanzen brauchen Magnesium nicht nur, um Kohlenhydrate zu bilden, sondern auch, um sie abzutransportieren. Magnesium ist Teil eines Energiekomplexes, mit dem die Leitbahnen der Pflanze beladen werden. So werden die Kohlenhydrate von den Blättern zu den Teilen der Pflanze gebracht, die sie zum Wachsen benötigen. Bei Magnesiummangel ist dieser Transport gestört. Kohlenhydrate sammeln sich in den Blättern an und gelangen nicht an ihr Ziel. Die Wurzeln und Ertragsorgane werden nicht mehr ausreichend beliefert. Diese beiden Weizenpflanzen wurden in einem Gewächshausversuch unterschiedlich mit Magnesium versorgt. Nach einigen Tagen wird der Unterschied sichtbar. Dank des Magnesiums konnten mehr Kohlenhydrate zu den Wurzeln und Spross der rechten Pflanze transportiert werden. Dort ermöglichen sie die Ausbildung eines deutlich besseren Wurzelnetzes. Somit kann die rechte Pflanze dank Magnesium mehr Wasser und Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen und ist zudem standfester. Dieser Effekt auf das Wurzelwachstum tritt bei allen Kulturen auf, neben Weizen zum Beispiel auch bei Mais, Raps oder Zuckerrübe. Wichtig! Bei allen Kulturen führt ein Magnesiummangel zuerst zur Beeinträchtigung des Wurzelwachstums einige Zeit, bevor Mangelsymptome an den oberirdischen Teilen der Pflanze zu erkennen sind. Magnesiummangel lässt sich an Aufhellungen zwischen den Blattadern der älteren Blätter erkennen. Bei starkem Mangel entstehen an diesen Stellen Nekrosen. Dort kann dann keine Photosynthese mehr stattfinden. Pflanzen brauchen Magnesium für gesunde Blätter, Stängel und Wurzeln. Zudem wird Magnesium dafür benötigt, die Kohlenhydrate aus den Blättern zu den Ertragsorganen, wie zum Beispiel den Ähren, Kolben, Schoten oder Rübenkörpern, zu transportieren. Magnesium ist somit entscheidend für eine gute Ernte. Pflanzen brauchen diesen Nährstoff für die Photosynthese und den Transport von Kohlenhydraten für die Ertragsbildung und Wurzelwachstum und somit für eine bessere Wasser- und Nährstoffversorgung bei Trockenheit. Zudem schützt Magnesium die Pflanzen vor Stressfaktoren wie einer starken Sonneneinstrahlung oder Hitze. Deshalb ist Magnesium bei der bedarfsgerechten Düngeplanung für die Boden- und Blattapplikation immer mit zu berücksichtigen.